Mein Traum? Eine Meerjungfrauenschule. Angefangen hat bei mir alles, als ich 5 Jahre alt war und das erste Mal Ariel im Fernsehen gesehen habe. Seitdem war ich einfach unglaublich fasziniert von Meerjungfrauen und kann mich immer noch erinnern, wie ich Stunden über Stunden da saß, mein Bein überkreuzt und habe gehofft, dass die irgendwann zusammenwachsen und sich in eine Meerjungfrauenflosse verwandeln. Ich habe diesen Kindheitstraum dann erstmal nicht weiter verfolgt, bis ich dann Mitte 20 war und meine Ausbildung zur Tauchlehrerin absolviert habe. Und zu dem Zeitpunkt habe ich damals auf Phuket in Thailand gelebt, bin dann zu so einem Schneider gegangen, der eigentlich Wetsuits für Taucher herstellt und habe den versucht zu erklären, so eine Meerjungfrauenflosse, hat er mich natürlich erstmal ein bisschen komisch angeguckt. Der ist dann trotzdem irgendwie hingekriegt und dann dachte ich, was muss eine Meerjungfrau noch können? Die muss natürlich ihre Luft längere Zeit anhalten können, also habe ich in Apnoe Tauchkursen quasi gelernt, meine Luft länger anhalten zu können, mich unter Wasser zu entspannen. Und damit war Mermaid Cat dann offiziell im Mai 2012 geboren. Und dann ging das relativ schnell, da hatte ich dann meine ersten Buchungen für Kindergeburtstage und auch für Events in Resorts zum Beispiel. Und dann habe ich erstmal festgestellt, dass ich gar nicht die Einzige war, die halt so einen verrückten Traum hatte, sondern ganz, ganz viele Mädchen und Frauen Meerjungfrauen werden wollten. Und dann kam die Idee mit der Meerjungfrauenschule, dass ich gesagt habe, ich bringe Menschen schon tagtäglich bei, sowieso im Wasser zu sein und gesund und heile und in einem Stück wieder an die Oberfläche zu kommen, dann kann ich denen doch auch dabei helfen, ihre Träume zu verwirklichen und helfe denen dabei, Meerjungfrauen zu werden. Also meine Eltern glücklicherweise haben mich von Anfang an unterstützt und gesagt, ja, das klingt gut, mach das mal. Die haben damals wahrscheinlich auch nicht gedacht, dass ich das wirklich mal dann irgendwann hauptberuflich mache. Die dachten, also, vielleicht wieder so eine übliche Idee von Cat, die hat ja immer irgendwelche verrückten Ideen. Also vom ersten Gedanken an, ich möchte eine Meerjungfrauenschule gründen, bis zum ersten Kurs, hat es tatsächlich gar nicht so lange gedauert. Allerdings hat sich diese ganze Struktur der Meerjungfrauenschule dann doch in den ersten paar Jahren nochmal erheblich verändert. Und bis sich das alles so entwickelt hat, hat das schon so seine 2, 3 Jahre gedauert. Momentan ist die Mermaid Cat Academy in 7 Bundesländern vertreten und hoffentlich kommen bald noch viele mehr dazu. Ich habe mittlerweile mit Hilfe von meiner Trainerin schon über 7000 Schüler und Schülerinnen im Meerjungfrauenschwimmen ausgebildet. Mein Arbeitsalltag ist relativ unterschiedlich. Es gibt tatsächlich Tage, wo ich viel Zeit am Computer verbringe, mich um Kundenanfragen kümmere, die Website up-to-date bringe, Kurse online stelle. Der nächste Tag kann zum Beispiel sein, dass ich ins Flugzeug steige, in eine tolle Location fliege wie die Bahamas oder die Malediven, wo ich dann erstmal für eine Woche jeden Tag im Meer schwimme mit wilden Delfinen, Walen, Haien oder sowas. Und dann kann es natürlich auch sein, dass ich in meiner Werkstatt bin, Meerjungfrauenflossen designe und herstelle. Also so einen alltäglichen Alltag gibt es in meiner Meerjungfrauenwelt eigentlich nicht. Momentan beschäftige ich so knapp 20 Leute. Teilweise sind das Minijobber, teilweise auch welche, die auf selbstständigen Basis dann für mich arbeiten, freiberuflich. Und da steckt halt wirklich schon viel, viel mehr so, ja, Büroarbeit und administrative Arbeit im Hintergrund, als man das denkt. Na, viele Leute denken, ich bin halt wirklich den ganzen Tag von morgens bis abends nur im Wasser in meiner Flosse. Also als Meerjungfrau verbringe ich natürlich viel lieber die Zeit im Wasser als irgendwie ja, mit Buchhaltung und solchen Sachen. Und da benutze ich eigentlich immer irgendwie so ein Online-Programm, womit das relativ schnell geht, damit ich dann wieder viel, viel mehr Zeit den Sachen widmen kann, die mir viel mehr Spaß machen. Und im Laufe der Zeit musste ich mich dann natürlich weiterbilden. Wie kann ich mich um Buchungen und solche Geschichten halt kümmern? Und habe dann tatsächlich auch gelernt, Websites selbst zu bauen, Buchungssysteme, SEO, dass man natürlich bei Google auch gefunden wird und so. Und da steckt halt wirklich schon viel, viel mehr so, ja, Büroarbeit und administrative Arbeit im Hintergrund, als man das denkt. Also ich lebe ganz, ganz stark nach dem Motto, was Walt Disney mal gesagt hat, wenn du es träumen kannst, kannst du es auch wahr werden lassen. Und ich würde wirklich sagen, wenn du einen Traum hast, egal wie groß oder wie verrückt er ist, ja, setze alles drauf, mach ihn wahr, du hast nur dieses eine Leben und ja, du solltest am Ende deines Lebens zurückblicken und sagen, ich habe meinen Traum gelebt.